Zweiter Tag im Trainingslager hier in Montafon. Heute Abend bereits eine schwere Partie. Was erwartest du dir vom Spiel gegen die Schweizer Vizemeister Young Boys Bern? Ja, ich erwarte mir einen guten Test. Ich denke, dass mit den Young Boys eine sehr starke Mannschaft zu uns kommt, die das System von Adi Hütter auch letzte Saison in ihrer Meisterschaft versucht haben, sehr gut umzusetzen. Im Spiel ein hohes Pressing, man ist ständig unter Druck. Also ein perfekter Test für uns, um uns gut auf die neue Meisterschaftssaison vorzubereiten. Wie du bereits gesagt hast, Trainer ist ja kein geringer wie euer Ex-Trainer Adi Hütter. Deshalb ein besonderes Spiel für dich oder für das Team? Nein, ich denke nicht. Es ist ja kein Bewerbsspiel. Es ist ein Vorbereitungsspiel, wie auch jedes andere in dieser Vorbereitung. Trotzdem ein sehr guter Test. Ich denke, dass mit den Young Boys der stärkste Gegner in unserer Vorbereitungsphase jetzt auf uns zukommt. Und ja, wir werden natürlich versuchen, auch dem Adi Hütter zu zeigen, dass wir eine sehr starke Mannschaft sind. Aber es geht darum, einfach unsere Systeme einzuspielen, Mechanismen einzuüben. Und da freuen wir uns sehr, dass wir heute auch gegen Bern spielen dürfen. Werfen wir einen Blick nach vorne. In 3 Wochen geht es circa los mit der Meisterschaft. Heimspiel gegen den WAC. Was erwartest du dir von dieser Saison? Ja, ich erwarte mir wieder sehr viel, wie auch die letzten 2 Jahre schon. Wir bereiten uns jetzt wieder gut vor. Wir haben auch letzte Saison gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner auch bestehen können, dass wir jeden Gegner auch besiegen können. Natürlich sind wir schlussendlich nicht zufrieden gewesen mit der Saison, aber das Schöne am Fußball ist, die Saison ist abgehakt. Es geht jetzt wieder neu los. Alle starten bei Null und da können wir diese Saison wieder zeigen, wie gut wir wirklich sind. Ja, und hat der Kapitän von Cashbau und SCR Altach, Philipp Netzer, noch eine Botschaft an die Altach-Fans? Ja, natürlich. Ich hoffe, dass sie wieder zahlreich im Stadion, in der Cashbau und Arena erscheinen werden, uns wieder sehr gut unterstützen, wie auch schon die letzten 2 Jahre. Auch letztes Jahr, wo es sicherlich nicht so einfach war, wo wir in der Tabelle nicht so gut dagestanden sind, vielleicht nicht immer den erfolgreichsten Fußball gespielt haben, aber trotzdem die Unterstützung von den Rängen gekommen ist. Genau das erwarte ich mir auch diese Saison, dass sie uns von Anfang an wieder nach vorne peitschen und wir werden es ihnen sicherlich zurückzahlen.